Die Saarschleife. Die Saarschleife beherbergt als eines der Wahrzeichen des Saarlandes auch eines der ältesten Bauwerke des Landes. Die Burg Montclair. Vom Steinwall zur Burg erbaut, ragt ihre Ruine zwischen den Baumwipfeln hervor und zeugt von einer einst mächtigen Burg. Im Inneren der Ruine befindet sich ein kleines Burgmuseum mit vielen Werkzeugen, Münzen und anderen Reliquien der damaligen Zeit. Auch der neu erbaute, aber zum Stil der Burg passende und moderne Gastronomiebetrieb fand in der Burgruine seinen Platz, welcher den hungrigen Besucherinnen und Besuchern neben Snacks, kühlen und heißen Getränken auch eine gehobene Küche bietet. Die Saar. Die aus ihren Quellflüssen, Rote Saar und Weiße Saar entstehende Saar, durchfließt zunächst auf rund 121 Kilometern Fließstrecke die französische Region, Grand Est. Zwischen Saargemünd und Saarbrücken-Güdingen bildet der Fluss auf rund 11 Kilometern Strecke einen Teil der deutsch-französischen Grenze. Anschließend fließt die Saar, gespeist von unzähligen Bächen und Flüssen wie unter anderem ihre größten, die Niet oder die Blies, weiter auf 68 Kilometer Länge durch das nach ihr benannte Saarland bis Saarhölzbach, dann noch weitere 31 Kilometer durch Rheinland-Pfalz bis Konz, wo sie schließlich von rechts in den Rhein-Nebenfluss, die Mosel, mündet. Wir verlassen die Saar und begeben uns zu einer weiteren Burg im nahegelegenen Frankreich. Die Burg Malbrook. Die Burg erhebt sich geradezu majestätisch über den kleinen Ort Manderen und ist eine komplett renovierte mittelalterliche, lothringische Burganlage im französischen Departement Moselle in der historischen Region Lothringen.
warum das ehemalige Schloss Mainsberg heute das Château de Malbrück ist, erfahren wir in einer weiteren Dokumentation über das heutige Château de Malbrück. Langsam nähern wir uns dem Ende dieser meiner ersten Dokumentation. Wenn Ihnen meine Dokumentation gefallen hat, so freue ich mich sehr darüber, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und mir ein Like hinterlassen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, sage Danke und vielleicht bis zum nächsten Mal.